Ja, und da habe ich mich gleich einmal aus dem Studio gebeamt, um den Teamchef abzupassen. Und es ist mir auch gelungen. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit nimmt. Ich gratuliere sehr herzlich zum zweiten Platz in der Kategorie Trainer des Jahres, Ralf Rangnick. Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir haben uns da ins Teamhotel unter Anführungszeichen reingeschummelt am Rande einer Pressekonferenz. Das ist ja ehrlicherweise, ein bisschen Erfahrung habe ich ja mit diesem Preis und mit dieser Wahl natürlich schon, eine Kategorie, in der Teamchefs schon ein bisschen einen Startnachteil haben, wage ich zu behaupten. Wie viel ist Ihnen denn dieses schöne Objekt genau vor diesem Hintergrund wert? Ja, ich war überrascht und freue mich natürlich darüber, genau aus dem Grund, wie Sie es gerade gesagt haben, dass es ja doch eigentlich sonst eher eine Wahl ist, auch völlig zu Recht, wo dann Teamchefs, die im Verein über einen längeren Zeitraum gute Arbeit geleistet haben, auch gewürdigt werden. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es zu Platz 2 gereicht hat. Alles andere wäre mir ehrlich gesagt auch schon fast ein bisschen unangenehm. Wenn wir nächstes Jahr nochmal hier sitzen, genau, und dann über Platz 1 uns freuen, dann bedeutet das, dass wir eine richtig gute Euro gespielt haben. Und dann freue ich mich noch mehr. Also bis jetzt sind wir ja erst einen gewissen Weg gegangen mit der Quali, mit guten Spielen, auch in den Testspielen gegen Italien und gegen Deutschland. Haben sicherlich auch wieder so eine richtige Euphorie ausgelöst im Land, wo die Fans hinter der Mannschaft stehen. Aber der entscheidende Schritt kommt jetzt natürlich dann ab dem Mitte Juni, wenn es losgeht, am 17. mit dem Spiel gegen Frankreich. Und trotzdem vielen Dank und ich freue mich drüber. Also dann möge Ihnen dieser Pokal noch einmal als finaler Boost sozusagen dienen hin zur Europameisterschaft. Ein paar spannende Sachen waren natürlich schon dabei in Ihrer Antwort. Eine davon mag ich rauspicken, nämlich den Umstand, dass Sie schon vom nächsten Jahr gesprochen haben. Das heißt, ich verstehe Sie schon richtig, dass man Sie nächstes Jahr auch wieder als ÖFB-Teamchef wählen kann. Ja, da gehe ich fest von aus. Also der Vertrag hat sich ja mit der Quali automatisch jetzt nochmal verlängert bis zum Ende der Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Und klar, jetzt ist erstmal der Fokus voll und ganz auf die Euro in Deutschland. Und danach kommt Nations League, 6 Spiele und dann kommt die Auslosung für die WM-Quali. Und natürlich ist es dann das nächste große Ziel, nach vielen, vielen Jahren der Abstinenz mit Österreich auch mal wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Ich darf schon etwas ausplaudern, was jetzt natürlich nicht sichtbar ist, weil wir da womöglich Product Placement technische Probleme bekommen. Aber ich habe mir erlaubt, dem Teamchef zu diesem Geschenk noch ein Flascherl Rotwein draufzupacken. Das gebe ich Ihnen dann nach Aufzeichnungsende mit. Treffe ich da einigermaßen Ihren Geschmack oder ist das jetzt ein großes Fettnäpfchen, in das ich da reintappe? Nein, überhaupt nicht. Ich trinke auf jeden Fall definitiv lieber Rotwein als Weißwein. Und ja, einen guten Burgenländer, glaube ich. Ja, danke schön für die Werbung, da muss ich das nämlich machen, danke schön. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir gerne mal irgendwann an einem ruhigen Abend schmecken lassen würde. Ja, also vielleicht können wir ja mit dem Burgenland Tourismus irgendwie über eine Funktion als Markenbotschafter mit Ihnen sprechen. Schauen wir mal, vielleicht können wir das nach der Europameisterschaft machen. Jetzt soll dieses Interview auch ein bisschen dazu dienen, den Menschen Ralf Rangnick ein bisschen vor den Vorhang zu holen. Und da finde ich besonders spannend, Ihre Eindrücke hinsichtlich der Lebens- und Wohnqualität in Österreich anzuzapfen, sozusagen. Ein wie lebenswertes Land ist Österreich? Jetzt vielleicht ein bisschen unabhängig vom Sport. Also zunächst mal finde ich es einfach großartig, in Europa leben zu können, wo wir tatsächlich auch noch die 4 Jahreszeiten haben, auch wenn der Klimawandel schon Spuren hinterlässt, aber wir haben trotzdem hier noch Frühling, Sommer, Herbst und Winter und zumindest auch ab und an noch Schnee, auch im Winter. Und gerade in Österreich hat sich dann das Universum oder der liebe Gott, ganz wie man sehen will, schon besonders viel Mühe gegeben, weil ja, es ist einfach wunderbar, hier zu leben. Ich lebe, wie Sie vielleicht jetzt auch schon mitbekommen haben, in der Nähe von Salzburg, direkt am See. Es ist ein Traum. Du hast die Berge, du hast die Seen, du kannst im Winter, ich bin jetzt zum ersten Mal nach 6 Jahren mal wieder Ski gefahren und es ging noch. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass man das ganz verlernt, aber das war nicht der Fall. Ja, du kannst Mountainbiken, du kannst wandern gehen, du hast eigentlich alles. Dann kommt natürlich noch das Essen mit dazu, wo es einfach auch, wo man eher ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zunimmt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, bis zur Euro doch noch wieder auf mein absolutes Idealgewicht wieder runterzukommen. Ich hätte jetzt nicht weit davon entfernt mit unserem Koch. Na doch, fehlt schon noch ein bisschen was. Aber mit unserem Koch ist das natürlich immer so ein Problem, weil der einfach so großartig kocht, dass es dann wiederum schwerfällt zu sagen, nein, bleib weg davon vom Buffet. Aber nein, es ist einfach extrem lebenswert. Ich liebe auch die Menschen, ich liebe auch den Schmäh und den Humor. Und ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen die
die entsprechenden Worte im Dialekt noch mitbekomme und mal auch alle Lieder, die im Austropop kommen, dann verstehe, dann bin ich noch einen Schritt. Was ist da so ganz oben auf Ihrer Playlist, gerade wenn wir von Austropop sprechen? Sind Sie da mehr im Ambros oder im Fendrich-Lager? Ja klar, die alten, die ja sowieso jeder kennt, ist ja klar. Aber ich habe ja jetzt auch durch unseren Song Paul Pizzera und Seiler und Speer kennenlernen dürfen. Das sind schon auch richtig coole Socken. Und von daher, wenn ich jetzt in Österreich bin, höre ich sowieso dann eigentlich Ö1 oder Ö3 meistens. Oder irgendwelche Radiosender, wo dann ja auch man wieder diese Lieder hört. Und ab und zu muss man dann nochmal nachgucken, wie die deutsche Übersetzung ist. Aber inzwischen habe ich mich schon so ein bisschen dran gewöhnt und verstehe schon das meiste. Alles klar. Also wir bieten gerne bei der Krone Nachhilfekurse an. Da haben wir wirklich alle möglichen Kapazungen in unserer Redaktion. Da können wir wirklich in die Tiefe gehen in dieser Hinsicht. Aber jetzt ist mir fast unangenehm, dass Sie diese positiven Vibes, die Sie da dankenswerterweise in diesem Interview verbreiten. Ein bisschen drosseln muss nicht, aber ich bilde mir ein, die Frage stellen zu dürfen, weil wir ja so offen sind, wir jetzt so knapp eine Woche vor dem Start des Trainingslagers in Marbella aufzeichnen. In einem wie ausgeglichenen Zustand geben Sie denn jetzt gerade dieses Interview, wenn Sie daran denken, dass es halt doch einige namhafte Ausfälle zu verkraften gilt, angefangen von Arnautovic, Alaba über Sakaria bis hin zu Karlajcic? Ja, ich freue mich riesig, die Jungs wiederzusehen, und ich gehe davon aus, dass es den Spielern genauso geht, nach 4 Monaten die Jungs wieder im Lehrgang zu haben, sie wiederzusehen, mit ihnen jetzt wieder arbeiten zu können. Und deswegen ja, bin ich total in meiner Mitte, freue mich drauf, wohl wissend, dass nicht mehr allzu viel passieren darf, vor allem auch im Hinblick auf die Euro, sollten wir möglichst viele Mann an Bord haben. Und deswegen, wenn schon jetzt nochmal der ein oder andere ausfällt, ist es mir noch lieber jetzt. Und bei der Euro haben wir sie dann wieder zur Verfügung. Wie präsent ist denn die Euro jetzt schon in Ihrem Kopf? Und wie sehr müssen Sie womöglich auch wirklich ostentativ sozusagen dagegen ankämpfen, dass sie nicht überhand nimmt in ihrer Denkweise? Also irgendwie, wie sehr schaffen Sie sich bewusst eurofreie Denkräume, wenn es das Wort überhaupt gibt, explizit? Ja, die Vorfreude wächst, klar, mit jedem Tag. Neulich waren es, glaube ich, noch 100 Tage bis zum ersten Spiel und jetzt sind es vielleicht noch, keine Ahnung, 95. Aber jetzt ist erstmal der Fokus auf dem Lehrgang. Wir freuen uns auf eine tolle Trainingswoche bei super Bedingungen, sowohl Platz- als auch Wetterbedingungen in Marbella. Wir waren ja dort schon mal in der Woche vor dem Spiel gegen Italien. Dann auf 2 schöne Testspiele, vor hoffentlich ausverkauftem Haus gegen die Türkei und sicherlich auch vielen Zuschauern in Bratislava. Und dann haben wir noch mal 2 Monate, wo wir natürlich auch noch mal möglichst viele Spiele anschauen. Und dann der letzte Lehrgang in Windisch-Garsten, eine Woche Windisch-Garsten, dann das Heimspiel gegen Serbien in Wien, dann noch mal 3 Tage Wien und dann zum Abschluss das Spiel in St. Gallen gegen die Schweiz. Dann kriegen die Jungs noch mal 3 Tage frei, um einfach auch noch mal zu ihren Familien zu fahren. Und dann treffen wir uns am 12. in Berlin und dann geht's los. Ich fürchte, Sie könnten die Abschlussfrage als unseriös qualifizieren. Aber nachdem ich Sie gerade wirklich sehr entspannt und mit Verlaub auch sympathisch, auch wenn es jetzt nicht sehr qualitätsjournalistisch oder investigativjournalistisch ist, aber sei an dieser Stelle jetzt auch gestattet zu deponieren, deswegen wage ich die Abschlussfrage zu stellen. Angenommen, wir laufen einander in einem Jahr wieder in einem ähnlichen Setting über den Weg. Wie werden wir denn dann die Europameisterschaft in Erinnerung behalten haben? Ja, hoffentlich allerbester. Also klar, ich habe gesagt, dass wir jetzt in einigermaßen kompletter Besetzung uns vor niemand fürchten, dass wir durchaus die Möglichkeit sehen, egal gegen wen, dort nicht nur gut zu spielen, sondern auch zu punkten und auch zu gewinnen. Ich glaube, das hat die Mannschaft auch inzwischen selber gespürt und verinnerlicht durch die letzten Monate. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, auf der einen Seite hoffen, dass wir weiterhin von Verletzungen, jetzt zusätzlichen Verletzungen, verschont bleiben und dass wir dann in dieser Gruppe weiterkommen. Das ist das klare Ziel. Wir wollen unbedingt in die Playoff-Phase weiterkommen und dann schauen, dass wir dann eben auch in den Playoffs, dann geht es in jedem Spiel um alles. Da geht es um Weiterkommen oder Ausscheiden. Da wollen wir möglichst weit kommen. Und am Ende, ich habe das ja schon mal gesagt in einem Interview, es ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, dass wir ins Finale kommen. Hier steht die 2. Aber ich halte es auch nicht für völlig ausgeschlossen. Ich glaube, wenn man auf Österreich setzen würde im Finale, würde man wahrscheinlich eine richtig gute Quote in den Wettbüros bekommen. Daraus kann man schon ablesen, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist.
Aber wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich es für völlig ausgeschlossen halte, dann sage ich nein, ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir mit unserer Entwicklung, mit unserer Leistung die Wettbüros Lügen strafen. Und wenn es Ihnen irgendwie hilft, wir versuchen, die nötige positive Energie mitzuschicken. Also wir drücken die Daumen. Jetzt kommt übrigens ein österreichischer Slang-Ausdruck, der heißt, hilft's nix, schaut's nix. Also so auf die Art, schaden wird's schon nicht. Herr Rangnick, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Noch einmal herzliche Gratulation zu diesem Preis. Eine erfolgreiche EM und dann einen schönen Sommer. Und dann vielleicht auch noch einen erfolgreichen Start bei der Ski-WM. Die gibt es ja dann auch im nächsten Jahr in Österreich, falls das auch noch ein Karriereziel von Ihnen ist. Vielen Dank, Ralf Rangnick. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr.